Aber ich habe keinen Platz für Eisen. Verfluchte Axt. Ich muss hier Platz schaffen. Es gibt's ja nicht. Oh, nein, keine Lücke. Natürlich unlückenhaft. So, eigentlich hätte ich Kobbel hier auch reindonnern können. Aber mit Kobbel haben wir ja noch ein bisschen was vor. Bis wir alle Ressourcen hier schon mal zusammengekarrt haben. Ihr wisst es ja. Da will ich erstmal ein paar Grundressourcen bei mir im Lager aufbauen, bevor dass ich wirklich das wegwerfen kann im Grundsinne. Also wegwerfen nicht im herkömmlichen, sondern im Minecraft-Sinne. So, jetzt sammle ich hier mal den ganzen Scheiß auf. Hoffentlich bleiben die Eisenblöcke so lang liegen. Es wäre ja schade drum, wenn ich die da nicht mitnehme. Aua, jetzt falle ich hier runter. Was soll denn das? So, zapp. Gut, dann fülle ich hier mal aus. Also den Sandblock kann ich wieder nicht mitnehmen, weil Sand, anderes Item, das geht mal wieder nicht. So, ich mache hier einfach mal rigoros weiter voll. Mann, ich will die Erde einfach nur wegbekommen. Es wird eh noch so viel, bis ich hier überhaupt mal die ganzen Dinge fertig habe. Cobblestone müsste ich auch nochmal wegbringen und so ein Zeug. Alles ein bisschen blöd. Das dauert immer so lang, bis man das immer hin und her gekarrt hat. Vor allem, wenn die U-Bahn dann auch noch dorthin kommt. Ach, Menno. So viel Arbeit, was hier noch in der Welt schreit. Das ist nicht mehr schön. Eigentlich könnte ich die U-Bahn anfangen. Ich habe jetzt eigentlich persönlich auf Räume weiter ausklöppeln gar keine Lust. Weil da muss ich mich immer rumärgern. Und bei einer U-Bahn, in Gottes Namen, da muss man sich jetzt nicht wirklich viel ärgern. Glaube ich jetzt zumindest. Sicher kann man sich dann natürlich nie sein, weil ärgern kann ich mich immer. Und über alles, natürlich, das geht ja. Das geht ja ganz einfach. So, und ich habe heute echt Probleme mit meinem Hals. Ich weiß nicht wieso. Deswegen trinke ich mal kurz einen Schluck. Ich habe da so einen kleinen Kloß im Hals hängen. Ich trinke mal kurz was. Ah, tut es gut. So. Naja, nicht unbedingt besser geworden. Ich müsste jetzt den Scheiß hochziehen oder nicht hochziehen, so krach machen. Dann wird es besser gehen. Aber will ich jetzt euch auch nicht unbedingt dran tun. Nee. Da will ich euch nicht quälen mit solchen Tönen. So, Eisen liegt noch rum. Yay. Super. Und den kann ich auch mitnehmen. Perfekto. So. Dann kann ich ja hier. Wie erweitere ich jetzt die ganze Sache? So viel Erde habe ich. Ja, gut. Ich habe schon noch einiges an Erde. So, ja, den scheiß Kompass habe ich auch noch dabei. Ich wollte den eigentlich ablegen. Naja, habe ich mal wieder nicht dran gedacht, dass ich den ablegen könnte und natürlich dadurch vielleicht ein bisschen Inventarplatz sparen könnte. So. Ich glaube, ich mache hier jetzt erstmal alles voll. Dann bin ich verräumt. Oder dann ist meine Erde verräumt. Hoffe ich jetzt mal. So, jetzt machen wir erstmal alles ebenerdig. Dass wir hier nicht andauernd so unterschiedlich hohe Löcher haben. Das wäre ja auch ein bisschen blöd. Dann kann man da ein bisschen strukturierter vorgehen dann. So, und gemacht gehört es auch. Also früher oder später muss es immer mal gemacht werden. So, ein bisschen Licht für zwischendurch mal wieder, dass ihr auch was sehen könnt. Ich will euch ja nicht im Dunkeln tappen lassen. Es muss ja nicht. Da müssen wir ja sehr rigoros sein und einfach mal da sein. Für euch muss ich da sein. Ich bin gern für euch da. So, ihr könnt mir auch wieder Fragen stellen. Ach ja, letztes Mal hatte ich ja so Peter Lustig und so angesprochen. Er würde kleine Kinder hassen. Ich wurde informiert, das stimmt gar nicht. Das war eine reißerische, Ding von. Wie soll ich sagen? Von einer Zeitung, ich weiß nicht welche. Ja, die Bild hatte natürlich auch ihre Finger im Spiel, aber die waren nicht die Ausschlaggebenden. Wieso, dass es jeder geglaubt hat. Es wurde natürlich dann auch noch weiter publiziert. Das ist natürlich super, wenn eine Zeitung von der anderen abschreibt, aber das ist bei uns im
in der Gegend genauso. Da schreibt auch alles von der Bild ab. Ja, von der Bild kann man abschreiben. Ist zwar nicht immer die klügste Entscheidung von einer Zeitung, die sich auf eigentlich verschreien wollte, dass, ja, wie soll man sagen, nicht reißerisch oder sonst was damit umgeht, mit Themen, oder auch nicht Lügen verbreitet, aber naja, das sage ich jetzt mal so. So, und ich weiß nicht, was das ist, deswegen drücke ich das weiter. So. Einfach mal zu hier den ganzen Scheiß. Oh mein. Es dauert hier ewig. So, die 1000 rückt näher. Ich habe immer noch nicht angefangen, das richtig vorzubereiten. Ein paar Leute habe ich mir schon ins Boot geholt. Ihr wisst es ja. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ich habe eigentlich letzte Woche in der Hinsicht gar nichts mehr gemacht. Ich habe dann Freitag erfahren, ja, ich krieg noch eine Woche Urlaub. Deswegen habe ich dann eigentlich gar nichts mehr gemacht. Hab mich dann eigentlich zurückgelehnt und wirklich mal Urlaub sein lassen. Bisschen Entspannung tut ja gut. Kriegt Kräfte zurück und natürlich auch wieder Spaß am Spielen. Ich habe eigentlich so gut wie gar nicht gespielt. Muss ich zugeben. Komfort. Ich habe auch mal die Phasen, wo ich dann nicht so viel spielen will. Aber dann habe ich wieder Phasen. Ja, dann will ich spielen wie ein Blöder. Und das ist natürlich gut so. Wie die Woche, da habe ich Lust, aber keinen Platz auf der Festplatte. Das ist natürlich ein bisschen blöd und ich will natürlich fast alles aufnehmen. Das ist es ja immer. Weil Spielen ohne euch ist irgendwie mittlerweile langweilig geworden. Ich muss irgendwie mittlerweile immer quasseln, wenn ich spiele. Also. Und bevor dass ich Selbstgespräche führe, rede ich lieber mit euch. Nee, ich habe auch momentan nichts, was ich mir jetzt privat zocken will und ohne euch und keine Ahnung. Mein neues Let's Play Projekt nach FIFA 14. FIFA 14 habe ich ja jetzt mittlerweile schon fertig aufgenommen, also schon komplett, tutto completi. Da bin ich fertig. Eigentlich müsste ich bald mal mein neues Let's Play anfangen, aber da, so weit bin ich denn da schon nicht. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten. So, hier mache ich jetzt einfach mal den hier. Hol mir noch ein bisschen Sandstein hier raus. Da buddel ich jetzt nicht mehr extra tief, in Gottes Namen. Man muss es ja nicht übertreiben. Weil irgendwann ist auch genug von dem Sandsteingedöns und dann muss man da nicht unbedingt. So. Ich will nur ein bisschen was mitnehmen. So, hier klitscht schon wieder die Scheiße rum. So, das spart natürlich auch ungemein an Erde. Wenn ich das hier so jetzt fabriziere und jetzt nicht unbedingt alles bis ins Kleinste hier raushämmer. Vor allem zeittechnisch ist es ja auch so eine Sache, wenn ich da jetzt hergehe und wirklich alles raushole, dann habe ich wieder verwinkelte Ecken und so einen Käse. Es ist ja auch nichts. Das wollt ihr auch nicht. Und deswegen, ja, gehe ich jetzt auch einmal einfach in die schnelle Variante über. Nur die oberste Schicht hier abkratzen. Weil die kann man schon gut gebrauchen. So ist ja nicht. So Sandstein hat man gern mal immer dabei. Oder dann kann man einfach irgendwas bewerkstelligen, was man einfach so vorhat. Und ich habe zum Glück noch ein paar Spitzhacken. So, so viel Spitzhacken habe ich natürlich auch nicht dabei, dass ich natürlich unendlich hier weiterklöppeln kann. Das wollen wir doch nicht. Huch, das war ein bisschen zu viel, zu weit des Guten. Aber naja, das ist mir jetzt gerade Wurst. Das Sandabbaugebiet geht mir eh so schnell nicht aus. Da ist eine riesige Wüste dahinter. Und ich rutsche hier schon wieder vom Stuhl. Vom Stuhl rutsche ich. So. Einfach mal eine schöne Reihe hier anbringen. Da, wo wir dann super weiterarbeiten können. Super, super, super. So, was könnte ich reden? Welches Thema habe ich denn? Ich habe mir gerade Le Floyd angeguckt. Der hat sich, wie soll ich sagen? Ein Thema aufgegriffen, was ich relativ krass finde. Also da hat ein Kind in, ich weiß nicht mehr wo, Entschuldigung, ich bin so vergesslich. Hab sie mir gerade eben angeguckt und vergesse schon wieder. Eieiei, ich sollte mich auf Alzheimer testen lassen. Es gibt's ja nicht mehr.
Jedenfalls, kennt ihr sicherlich das Thema schon, dass ein Kind zum Nachsitzen verdonnert worden ist, weil sie Facebook-Posts gemacht hat, dass ja die Lehrer Kacke sind und so ein Zeug, also Facebook-Beiträge über Lehrer verfasst hat, die nicht so gut ausgefallen sind, ist natürlich irgendwo klar. Es gibt immer irgendwo den Lehrer, da wo man sich drüber aufregt und so was. Ja, das ist jetzt ja, schon mal krass mit dem ja, Nachsitzen. Finde ich persönlich ein bisschen übertrieben, wenn es nicht beleidigend ist. Ist es ja immer noch die eigene Meinung und deswegen sollte man eigentlich nicht bestraft werden. Wenn es beleidigend war, dann ist es gerechtfertigt, weil das tut man nicht. Das muss man halt dann mit in die Schule ziehen. Man muss ja nicht immer gleich die rechtliche Keule hier rausholen. Ist klar, oder? Da bin ich mal nicht für, dass man andauernd alle zerklagen muss und sowas. Finde ich gut. Aber was sie dann gemacht haben, sie sind hergegangen und haben das Mädchen aufgefordert, ihre Daten rauszugeben, ihre persönlichen Zugangsdaten. Was soll denn der Scheiß? Das sind ihre persönlichen Zugangsdaten, nicht von den Lehrern, nee, von ihr selber. Das sollte dann eher nicht sein, deswegen verstehe ich auch die Klage auf die Persönlichkeitsrechte und so was. Da wäre ich dann auch als Elternteil sehr aggressiv gegenüber den Lehrern und würde dann ja, genauso abdrehen, weil das kann nicht sein. Weil für was hast du ein Passwort? Dass nur du rein kannst und nicht irgendjemand anders. Deswegen ist das natürlich so eine makabre Sache. Das finde ich ein Unding, dass sie das überhaupt fordern, weil da könnten ja Sachen drinstehen, die sie gar nichts angehen. Irgendwelche privaten Nachrichten, keine Ahnung. Das wie einfach denen nicht zu interessieren hat. Und ja. Da muss da nicht unbedingt nachgelesen werden, jede Privatmessage und schießt tot, was nicht alles noch so rumschwirrt im Facebook. Und das ist ein Unding einfach. So ein Unding habe ich schon lange nicht mehr gehört. Es wäre ja ungefähr so, wie wenn mein Arbeitgeber sagen würde, ja, machst YouTube? Okay, gib mir deine Zugangsdaten. Der kann ja mit meinem Account sonst was anstellen und es ist mein Account, mein persönliches, ja, Ausleben meines Selbst. Deswegen finde ich das schon extrem krass. So, und hier ist ein Block. Und hier auch. So. Hier ab durch die Mitte. So. Letzte Woche habe ich auch nicht viel gemacht. Wie soll ich sagen? Ich war auf Sido-Konzert. War cool. Hat mir gefallen. Jedes Mal wieder gern. Mit einem Dark-Kollegen. Ach, war cool. Hat Spaß gemacht. Habe ich das nicht eigentlich schon erzählt gehabt? Ach, ich weiß es gar nicht. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was ich schon erzählt habe und was nicht. Aber war eine geile Geschichte, muss ich einfach mal gesagt haben. Den kann man sich echt live, echt mal anhören. Es gibt ja viele, die es da nicht mal live anhören kannst, weil die live einfach so grottig sind oder Playback machen, was meines Erachtens auch ein totaler Scheißtrick ist. Ich gehe zu dem Künstler, dass ich den live höre. Wenn ich Playback hören will, kann ich auch eine CD anmachen. Ist so. Deswegen finde ich das super, dass sich der so gut, dass man das echt so gut, dass das sich so gut auch live anhört. Dass man das, ja, wie soll man sagen, einfach, dass es einfach Spaß macht, Geld fürs Ticket auszugeben. Ich will jetzt keine Werbung machen, ist klar. Ist ja auch mittlerweile so eine Sache. Ja, weil ja bei Titi letzte Woche das Verfahren auch angefangen wurde. Ich weiß gar nicht, habe ich das auch schon erzählt? Ohne Scheiß, ich muss mir echt Themen ausdenken, die hier, da wo ich weiß, ja, die habe ich noch nie abgehandelt. Da muss ich mir wieder mal eine Liste zusammenstellen. Ich bin so schlimm. Ich vergesse immer. Und wenn ich es abgehakt habe, muss ich natürlich Konsequenz ziehen und das hier dann raushauen. Das ist natürlich klar. Wäre ja schon doof, wenn ich die drin stehen lasse. Dann hilft mir die ganze Liste nichts.